Hey Leute, willkommen zurück zu meinem Kanal. Heute spielen wir nicht Mario, nicht Minecraft, sondern Sonic World. Das Spiel ist ein Fangame, also kein richtiges Sonic-Spiel. Das ist einfach Fangame, sagen wir es so. Man kann hier zwischen Single, Pair und Team halt machen. Team hat 3 Spieler, Pair halt 2 und Single nur einen. Bei Team kann man sich ein paar aussuchen und dann kann man auch mit Random, einfach zufällig und Custom sich sein eigenes erstellen, sein eigenes Team erstellen. Nehmen wir einfach Team Sonic. Hier sind auch viele Stages schon vorgegeben, die man hier schon spielen kann. Wie ihr schon seht, habe ich ein paar schon gespielt. Man kann auch Stages und Charaktere hinzufügen. Ich habe schon ein paar hinzugefügt. Die werden wir auch heute spielen schon. Ich will euch nur mal geschwind zeigen, wie das Spiel so selber gerade aussieht. Genau so sieht es hier uns aus. Also das ist jetzt gerade eine Test-Stage von dem Spiel. Und jeder Charakter hat halt seine eigenen Fähigkeiten. Zum Beispiel Sonic ist halt am schnellsten. Aber macht jetzt keinen großen Unterschied zwischen den anderen. Aber er ist halt schneller als andere. Hat dafür diese Anvisier-Attacke. Wie heißt die nochmal? Der hat einen Namen, ich hab's vergessen. Okay, ich hab's wirklich vergessen. Damit kann man einfach halt Gegner ganz speziell attackieren. Indem man einfach boostet. Kann man halt so in Luft machen. Man kann halt auch sich in eine Kugel machen und dann halt ziemlich schnell losrennen. Dadurch ist ziemlich praktisch, kann man halt auch aufladen. Dann hat jeder Charakter noch seine eigene Attacke. Aber die ist jetzt ein bisschen unnötig. Genau, das war's eigentlich schon. Zum Beispiel Tails ist ein Flugcharakter, der kann jetzt fliegen für 7 Sekunden, sieht man oben rechts, aber auch nicht unendlich hoch. Und wenn man halt wieder den Boden berührt, kann man halt wieder weiter hochfliegen. Das ist ziemlich cool. Und Knuckles ist so ein Gleitcharakter, damit kann er länger in der Luft bleiben als Tails. Dafür aber halt nicht nach oben, sondern einfach nach unten. Aber ist auch ziemlich cool und er kann natürlich auch dann klettern, an Wänden hochklettern, ist auch ziemlich praktisch manchmal. Genau. Das sind so die normalen Fähigkeiten von den ganzen Charakteren. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an mit der ersten Custom Stage. Die erste Stage ist Casino Party. Ich habe mir einfach so ein Pack runtergeladen, also man kann also verschiedene Packs runterladen und dann die einfach drauf installieren auf das Spiel. Und ich habe jetzt halt noch keine Ahnung, wie dieses Level aussieht. Das heißt, es ist komplett neu für mich. Man hat auch mehrere Leben. Das heißt, wenn ich jetzt meine ganzen Leben hier aufgebraucht habe, bin ich sogar Game Over und es ist nicht so schön. Bei diesem Gegner mit Elektro, ja genau, bei dem muss man aufpassen, weil wenn der gerade elektrisch geladen ist, sollte man nicht drauf springen. Die Map sieht eigentlich für Sonic World Verhältnisse ziemlich gut aus eigentlich. Man könnte es vielleicht ein bisschen spannender noch gestalten und jetzt laggt es hier leicht. Ich renne einfach mal weiter. Oh, das ist cool. Ja, das war cool. Oh, jetzt wird gefährlich. Da unten ist der Tod. Die Engine ist eigentlich ziemlich gut gemacht, finde ich. Dafür, dass es ein Fangame ist. Und es kommen auch laufend immer neue Updates. Große Updates meine ich jetzt. Das ist jetzt zum Beispiel Version 6, glaube ich. Genau. Da hinten ist schon der Zielring. Oh, daneben. Ja, genau. Das war jetzt das erste Level. Das ist sehr kurz, meiner Meinung nach. Könnte ja länger sein. Generell sind eigentlich die Level länger. Und hier sieht man nochmal seine Ergebnisse. Und noch einen Rang, den man bekommt. Nice. Piece of cake. Genau. Nächste Stage ist Green Hill Ocean. Oder Ocean halt. Green Hill, so hieß die erste Welt von
Sonic 1 und... Alter. Junge. Wieso ruckelt es? Alter Schwede. Keine Ahnung, geschätzte 10 FPS habe ich. Das sieht richtig hässlich aus. Da kann man ja gar nicht spielen. Ja, geil, schon tot. Oh ne. Hier unten ist nur Wasser. Wenn man unter Wasser ist, kann man auch ertrinken. Das ist das Problem. Und pro Charakter ist es auch unterschiedlich, wie lange der unter Wasser bleiben kann. Zum Beispiel Sonic kann... Hallo? Anscheinend nicht diese Ding hier öffnen. Kann nur 26 Sekunden unter Wasser bleiben. Okay. Okay. Was ich eigentlich sagen wollte ist... Hier ist es laut. Nee. Green Hill war eigentlich... Jetzt bin ich aber tot, oder? Ja. Green Hill war eigentlich die erste Welt vom allerersten Sonic-Spiel. Und das Ganze sieht hier ehrlich gesagt nicht so aus wie Green Hill. Das sah anders aus. Genau. Ah doch, da rechts an der Wand war, hat man gerade kurz was gesehen. Der Boden ist auch ein bisschen daran angelehnt, aber wenn ich jetzt die Map spielen würde, würde ich jetzt nicht an Green Hill denken. Wenn ich es nicht aus dem Namen habe. Naja, vielleicht wird es ja noch was. Und diese Stelle hier scheint mir ein bisschen verbuggt zu sein, kann das sein? Ja, geht. Wenn es richtig macht. Warte, ich nehme mal Tails und flieg mal da hoch, weil ich weiß nicht, ob es da... Ich habe gerade irgendwie ganz kurz die Steuerung verloren. Ich weiß nicht, ob es eine Abkürzung ist für später. Oh, ich sehe da gerade, da ist ein Checkpoint. Hallo? Hä? Das ist ein komischer Glitch, dass ich einfach anfange zu laufen, ohne dass ich eine Kontrolle drauf habe. Ja, jetzt schon wieder. Okay. Dann kann ich wohl da nichts machen. Ah, warte. Vielleicht kann ich mit Knuckles da hochklettern. Ich weiß nicht, ob man hier hin... Ich gehe einfach mal in die Richtung. Ich glaube, ich habe eine Abkürzung genommen. Weil hier sind Beschleunigungen. Dinger. Ah ne, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ja, okay. Aber... Ja, wenn man schnell... Alles klar. Wenn man schnell genug ist, dann kann man auch auf den Kopf... Beziehungsweise an Wänden... laufen und jetzt bin ich tot. Auf diesen Dingern kann man wahrscheinlich genau sliden. Muss man halt ein bisschen aufpassen. Die sind auch leider ein bisschen verbuggt, diese Sachen. Muss irgendwie noch in die Richtung steuern. Ich hoffe, das wird in der nächsten Version gefixt. Okay. Alter! Oh, nicht schlecht. Das ist eigentlich gar nicht so leicht, aber jetzt habe ich es sogar ziemlich gut hingekriegt. Was kommt jetzt? Also diese Dinge wurden noch nicht geladen. Also ich finde die Stage ist eigentlich ganz okay, auch schön lang. Aber ja, okay. Ich wollte mich gerade beschweren, ein bisschen zu einseitig, aber jetzt kam gerade wieder was Neues. Oh Gott! Ich habe Wünsche und bevor ich sie aussprechen kann, schon werden sie erfüllt. Ist es nicht klasse? Oh, ich glaube, hier soll ich nicht sein. Knuckles, ich glaube, du musst da mal geschwind hochklettern. Danke. Lol. Ich kann auch in der Decke klettern. Warte mal. Komisch. Das wusste ich nicht. Ja, meine Wünsche werden erfüllt, bevor ich sie aussprechen kann. Perfekt. Finde ich doch super. Und was kommt jetzt? Ah, das sieht doch schon viel mehr aus wie Green Hill. Das sieht sogar richtig so aus wie Green Hill. Oh Gott. So, ich sterb da nicht. Da ist ein Spring. Achso, geht's weiter. Okay. Hier geht's runter. Ah, warte, da ist eine Abkürzung. Also wenn ich hier da hochfliege, ist es eine Abkürzung, da bin ich mir sicher. Da ist ein Looping, aber den wollen wir jetzt nicht nehmen. Ich laufe jetzt einfach
mit Tails mal weiter. Warum nicht? Okay, Green Hill hat wieder aufgehört. Dafür, dass es Green Hill Ocean heißt, ist ziemlich viel, ziemlich wenig Green Hill dabei, aber dafür ein bisschen viel Ocean. Warte mal, ich nehme eine Mini-Abkürzung, indem ich hier. Alles klar. Genau. Ich bin voll derselben Meinung. Weil das auch logisch war. Ich durfte auf einmal nicht mehr fliegen. Nach einer Weile darf man nicht mehr fliegen. Das ist normal. Aber so lange bin ich ja noch nicht geflogen. Oder sah das nur so aus? Es kann auch sein, dass es nur so aussah. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich bin doch erst ein paar Meter geflogen. Aber okay. Wenn das Spiel meint, ist in Ordnung. So, gleich kommt wieder dieser riesige Ventilator. Und der Ausgang ist da. Nice. Okay. Sonic sagt dasselbe wie ich. Tja. Was das wohl so heißen mag. Achso, hier hätte ich vorhin hin müssen. Oh Gott. Geh einfach darauf. Okay. Das ist nice. Warte, da kann man doch bestimmt auch hoch. Aber ich hatte jetzt gerade den falschen Charakter. Wenn man Y drückt, also auf jeden Fall auf dem Controller, auf dem ich gerade spiele, natürlich. Oh, ich lebe noch. Auf dem Controller natürlich, auf dem ich gerade spiele, da kann man, wenn man in der Nähe von Münzen ist, sich daran ziehen lassen wie in Sonic Adventure. Das kommt doch von da, gell? Ich hab's nie gespielt, darum weiß ich es nicht genau. Komm, ich bin doch nur so wenig geflogen. Ja, irgendwie seltsam. Aber ich sollte Tails bleiben, weil es da anscheinend ein bisschen glitchy ist da hinten. Hey, die Stelle erinnert mich übel an eine Mario Kart Strecke, vor allem wegen dem Stein da hinten. Sieht einfach genauso aus wie der bei Mario Kart. Bei Mario Kart DS gibt es eine Strecke. Dafür ist aber das Ganze ein bisschen lang gezogen. Ist es überhaupt gewollt gewesen, dass ich. Oh, ich sollte nicht die Kamera bewegen, sonst fängt es an zu lenken. Ist es überhaupt gewollt gewesen? Ah, da haben wir schon das Ziel. Dass man auf dem Sand läuft. Weil auf dem Gras, da waren schon ziemlich viel gefahren. Hm. Keine Ahnung. Das werden wir anscheinend nie erfahren. Was ist unser Rang? Unser Rang ist C. Oh, oh, oh. Bisher habe ich immer ein S bekommen. Außer in den Standard Stages. Traurig. Seaside Hill ist die nächste Stage. Das ist die eine Stage, die vom Spiel schon selber da ist. Aber nur damit ich euch mal sozusagen einen Vergleich geben kann. Tut halt die Custom Stages sind und die halt vom Spiel selber. Hier gibt es eine Abkürzung. Genau. Also, damit möchte ich einfach sagen, ich kenne dieses Level schon. Weil ich schon wieder länger nicht gespielt habe, aber ich sollte es noch können, meine ich. Hier wird es mit dem Ringen auch gebraucht. Jetzt kommt man da eh nicht weiter. Ich komme auch ziemlich schnell voran. Die anderen Stages, die also Custom Stages, die dauern immer so im Schnitt, keine Ahnung, 5 Minuten vielleicht. Und weil ich mir gerade nicht sicher bin, wie lang die normalen Stages sind. Ich wollte eigentlich gerade sagen, die sind nicht so lang. Aber ich weiß es gerade eigentlich gar nicht. Bin ich so. Hä? Wieso bin ich gerade gestorben? Okay, das war glaube ich ein Glitch oder sowas, weil. Homing Attack heißt es. Genau, so hieß es. Genau. Ich bin auch dumm. Ich habe das Ding gerade gehoming attacked, Alter. Und dass ich daran gestorben bin, wundert mich eigentlich. Diesmal hat es jetzt auch funktioniert.
einfach bei den Loopings rüberspringen, das ist eine gute Abkürzung. Hier Speed aufnehmen und dann hier hoch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es dieselbe Stage ist wie im Original. Weil Seaside Hill kommt ja von Sonic Heroes, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Ich denk's einfach mal. Was jetzt passiert? Kamera glitscht ein bisschen rum. Ich glaube, es kommt einfach von Sonic Heroes. Ich bin mir nicht sicher. Und ob es dieselbe Stage ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube irgendwie nicht. Aber ich kann es natürlich nicht sagen. Bisher läuft es doch die Stage, also ist ja keine großen Probleme eigentlich, bis auf einen Tod, der ein bisschen unnötig war. Aber okay, gut. Und sieht so aus, als wäre hinten schon das Ziel. Ja. Ja. So ungefähr 2,5 Minuten haben wir jetzt. Passt. Dann würde ich sagen, war es dann auch mit diesem Part von Sonic World. Ich will es jetzt nicht als ein festes Projekt machen, aber vielleicht hin und wieder mal bringen. Keine Ahnung, mal sehen. Wenn ich Lust dazu habe. D. Danke. D für Danke. Nicht nur D für Danke, sondern D für Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.